Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Red vs. Green im Team Red. Jo, wir müssen auf Feld 30 eine Schwad ablagern mit einer scharfen Vorgewand und, okay, mit der Überschneidung ist okay. Dann generieren wir den ganzen Mist mal. Achso, hier wollen wir Startposition, bitte Südost. Generieren den Schmadderadatsch und sagen eben, er soll anfangen. Arbeitsmodus ist drin, sehr gut. Okay, nein, ich fahre ihn eben hin. So. Didididi. So, Erfahrer einstellen. Und da fängt er an, eine Schwad zu legen. Wir brauchen außerdem einen Trecker. Ich glaube, hat der mehr PS als dieser kleine Fan dort? Nee, hat er nicht. Okay. Dann lassen wir den Mist einfach mal jetzt hier. Und nehmen uns die Ballenpresse, um daraus einen Ball zu machen. Ist ja an sich recht klar, ne? Jo. Können wir schon mal ausklappen. Oh, ach, lass mal. So. Wir müssen. Genau. Wir müssen nach Feld 30. Dann fahren wir eben über den Parkplatz hier. Ich drücke die ganze Zeit die Hupe statt der. Na, komm. Taste für die Karte, die 9. Nee, wir wollen einen Kurs kopieren. Optum CVX, den brauchen wir Kurs. Das wird er sein. Jo. Dann setzen wir ihn mal drauf. Ich meine, ihr kennt das Prozedere ja. Finde ich ganz gut, dass wir hier eine automatische Presse haben. Das heißt automatisch, wir müssen halt nichts machen, sondern das macht der für uns. Und also den müssen wir nicht wickeln. Das ist, finde ich, ein Ball. Das finde ich an die Ballenkombipressen sowieso besser. Weil man da hat man nicht, muss man halt nicht weite Schritte machen. Okay, so zu dem Thema. Ernsthaft. Willy. Ich hoffe, er kommt irgendwann noch auf die Bahn. Wahrscheinlich wegen dem Versatz. Ne? So, hier ist ein Silage weiter abladen. Das ist natürlich eine Idee. Kommen wir mal durch den See fahren. So. 6000 haben wir nochmal dafür bekommen. Leop. Schwimmtrecker. Kennt ihr ja alle, ne? Den Schwimmtrecker. Oh, angenehme 70.000. Finde ich gut. Ich würde auch gar nicht so groß jetzt in irgendwie Maschinen investieren, weil es ist halt. Die F Maschinen verlieren halt an Wert. Allein wenn du sie kaufst, hast du schon mindestens bei größeren Maschinen 1000, 2000, 3000 hast du schon Verlust gemacht, wenn du die wieder verkaufst. Und am Ende geht es ja darum, wer hat am meisten Geld. Und wenn du da praktisch was kaufst, dann machst du sozusagen Verlust einfach nur damit. Es sei denn, es ist natürlich etwas, wo du halt wirklich sehr viel Geld verdienst mit und den ganzen Preis wieder rausholst. Dann lohnt es sich, aber ansonsten, ja nicht. So, ist da jetzt noch was drin gewesen? Ja, guck mal, da ist noch ehrlich das drin. Weil jetzt die Überschrift doch nicht wirklich passend war. So, dann fahren wir ja mal lang. Und kommen da wieder nicht lang.
Heal Note. Da komme ich nicht hoch. So, nehmen wir wieder ein bisschen was mit. Komm, du schaffst das. Ich mach den jetzt wieder. Also langsam wird's gruselig. Ich mach dem jetzt erstmal wieder ordentliche Bereifung drauf, ey. Na gut, lohnt sich auch wieder nicht mehr. Es sind ja nur noch 2 Fuhren oder so. Meinung geändert, es lohnt sich doch. Wohl. Komm, dann ziehe ich den halt noch einmal ein, zwei Mal drüber und dann. Voll. So. Ach, hatten wir nicht. Ob das klappt. Sollte ja eigentlich. Ach nee, der Modus. So. Der schwadet. Der andere presst. Nichts. Irgendwie einen Versatz. Ach, der hat wahrscheinlich irgendeinen Versatz eingestellt. Gut, dann erklärt sich das natürlich. Dann erklärt sich das natürlich. Und der andere hat auch Bahnversatz. Na toll. Ja, okay, ich muss das nochmal neu machen. Das geht so nicht. So, wollte den anderen da entlassen. Ah ne, der hat keinen Bahnversatz. Hä, aber warum sind die dann so daneben? Kursgenerio. Meine Maus. Eine Maus, auch da fährt 30 Südost. Rundherum, jo. Die beiden müssen wir nochmal eben wegnehmen. Erster Wegpunkt, aktiviert. Dann starten. Der fährt aber immer noch nicht auf dem Kurs drauf, sondern irgendwo anders. Ja. Wow. So, jetzt haut's hin. Mario ist nicht unser. Komm, ruhig ein Stück schneller fahren. So, jetzt klappt's aber. Was machen wir jetzt? Wie sieht's denn mit den Feldern aus? Die sind im Wachstum. Beide gut gedüngt, müssten eventuell gepflügt werden. Okay, wie sieht's aus mit Gras? Okay, guck mal, das ist schon wieder bald reif. Da würde ich dann aber erstmal noch irgendwie eine Wachstumsstufe eben abwarten, dass wir das dann auch wieder ordentlich nutzen können.
So, was macht denn der hier? Was gerade hier angesät? Mais. Ja, das ist ein Häcksler allein. So einer von seinen Varios, oder? Ja. Er hat es nicht verkauft. Warum nicht? Warum kommt er denn darauf nicht klar? Schauen wir uns mal die Route hier an. Was macht er denn hier dann? Warum funktioniert das nicht? Fährt hier rein. Fährt hier rein und dann fährt er weiter. Sehr gut. Wahrscheinlich, weil das nicht als normaler Anhänger gezählt wird. Na gut. Immerhin halbautomatisch. So, der kommt dann auf klar. Dann setzen wir den hier auf seinen Kurs. Jawohl, 10.000. Kann arbeiten. Ach genau, den Ball wollte ich vorher wegnehmen. Komm. Da hinten liegt noch einer. Das ist meiner. Ne, scheint nicht so. Na gut. Was wollte ich machen? Stimmt, den hier wieder. Diese Hecken mit Kollision, ne? Anderen fest. Hilfe, nicht häckseln, bitte. Ey, das ist diese Heckenkollision. Er trägt mich so auf. Lassen bitte. Dann heben wir ihn mal raus. Oder warte mal, ich mache viel schlau. Ich klappe das einfach zusammen. Ja, genauso hatte ich mir das vorgestellt. So. Gewalt ist eine Lösung. Nicht unbedingt die beste, aber es ist eine Lösung. Wo ist denn das lang? Ich glaube, da lang wollte. Ja, sieht gut aus.
Ja, genau, dann passt es auch besser hier mit der ganzen Felddings. Was wollte ich denn jetzt nächstes machen? Der hier. Auf nach Hause. Und mit dem hier könnte ich das ja eigentlich schon ein bisschen aufräumen hier. War vielleicht nicht ganz so schlau, es direkt daneben abzuladen. Na gut. War ein Versuch wert. Alle kleinen Kram, den kann ich doch nochmal aufsammeln. So. Einmal eingepackt und jo, was haben wir heute noch so zu tun? Wir können euch mal das Silo hier abdecken. Können wir zugucken, wie sich das, wie das hochgeht? Ach, das ist wahrscheinlich nicht zeitskaliert, sozusagen dann nach der Masse. Dass irgendwie die Ma mehr Masse mit länger braucht. Na gut. Da kommt er. Der bleibt jetzt nicht, aber absichtlich irgendwie an jeder einzelnen Kleinigkeit hängen, oder? Ach, Mann, ey. Es ist doch nicht so schwer. Gut, Bandlaufwerk ist vielleicht auch nicht das beste Ding. Um Silage einzusammeln. Oh mein Gott. Man kann nur lernen, ne? So. Ach, haben wir schon aufgesammelt. Ja gut, dann schicken wir wieder auf den Kurs. Bitte erster Wegpunkt. Aktiviert. Ah, nee, das müssen wir deaktivieren, ne? Vielleicht geht's dann. Das könnte tatsächlich sein. Übrigens, mit Numpad 7 stellt ihr den Abfahrer ein. Für die, die es interessiert. Ist doof, dass ich jetzt keinen Trecker mehr übrig habe.
Na gut. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Red vs. Green. Na gut, hier gibt's noch einiges zu schwaden. Tschüss.